Was ist der größte Fehler, den du mit deiner Körpersprache machen kannst? Stell dir vor, du stehst vor ihr, du magst sie und dein Herz pocht. Du willst, dass sie dich auch mag, aber irgendwas hast du getan und ihr Interesse an dir schwindet. In diesem Video verrate ich dir etwas, was dir vielleicht noch nie aufgefallen ist, aber jeden ersten Eindruck von dir kaputt macht. Viele Männer in meinem Coaching, die ein gutes Herz haben, die tiefe Verbindungen mit Frauen wollen und eine Beziehung auf Augenhöhe sich wünschen, haben aber Schwierigkeiten, attraktiv mit einer Frau zu kommunizieren. In den Schuhen haben wir alle schon mal gesteckt. Und das hat seinen Grund. Denn eine Beziehung auf Augenhöhe kann ganz schön verwirren. Denn die Wahrheit ist, meistens sind wir nicht auf Augenhöhe. Meistens möchte einer von beiden mehr als der andere. Eine Person ist unabhängig und die andere ist abhängig. Stimmt's? Und das zeigt sich extrem in unserer Körpersprache. Aber was ist das Ziel hierbei? Dass du sie um deinen Finger wickelst und dir eine Maske aufsetzt, die du nicht bist? Natürlich nicht. Es geht doch darum, dass wenn wir uns mit ihr unterhalten, wir uns unabhängig und ungezwungen fühlen. Und das ist der Trick. Denn wenn wir in unserem Körper anfangen, überträgt sich das Gefühl, das wir mit dieser Körperhaltung assoziieren, auf unser Unterbewusstsein. Wenn wir uns also klein machen und vorbeugen, dann fühlen wir uns klein und von ihr abhängig. Wenn wir aber von einer Beziehung auf Augenhöhe sprechen, dann reden wir auf einer mathematischen Ebene von zwei Menschen, die sich auf der horizontalen genau gleich begegnen. Keiner schaut von oben herab und keiner ist bedürftig und schaut von unten herauf. Sie sind beide auf derselben Augenhöhe. Aber was viele nicht wissen, ist, dass es auch hier neben der ersten Dimension der horizontalen eine zweite Dimension gibt. Die der Vertikalen. Und mit einem einfachen Trick, den ich dir gleich verrate, stehst du nicht nur unabhängig und auf Augenhöhe vor ihr, sondern wirkst zudem noch um ein Vielfaches anziehender. Wenn du neu hier bist, dann abonniere den Kanal und klicke rechts daneben auf die Glocke, um auch benachrichtigt zu werden, wenn neue Videos erscheinen, wie du Frauen verführst, ohne ein Arsch zu werden. Verstehst du, wenn du auf der Vertikalen dich nach vorne lehnst, während du mit einer Frau sprichst und sie sich dabei nach hinten lehnt, dann hast du hier genau dieselbe Imbalance, wie wenn einer von oben herab auf den anderen schauen würde. Eine Person lehnt sich zurück, lässt sich von der anderen berieseln und die andere Person lehnt sich vor und strengt sich an, die andere zu entertainen. Die meisten Frauen sind es gewohnt, sich zurückzulehnen und den Mann machen zu lassen. Aber nur weil die meisten Männer abhängig sind und sich auch abhängig verhalten. Sie brauchen sie. Sie können sie nicht verlieren. Und wenn sie sie verlieren würden, dann wären sie am Boden zerstört. Und jede Frau merkt das. Frauen sind es gewohnt, dass der Mann sich in einer Unterhaltung reinlehnt, sie überzeugen will und die ganze Arbeit macht. Wir zeigen also durch eine kleine Veränderung in unserer Körpersprache schon, dass wir nicht einer von den ganzen Männern sind, die von ihr abhängig sind. Indem wir zunächst einmal die Waage in die andere Richtung kippen. Das heißt, und das ist rein spielerisch, ein Flirt. Wenn du mit einer Frau das erste Mal sprichst oder mit ihr auf einem Date bist, dann entspann dich, lehn dich zurück und lass deine Körpersprache für dich sprechen. Lass sie sich auch mal vorlehnen. Lass sie sich ebenfalls ins Zeug legen, damit ihr zwei euch kennenlernen könnt. Leg deinen Kopf mal nach hinten. Schau mal nach oben. Sonst schauen wir die ganze Zeit immer nur nach unten, wenn wir nervös sind, oder? Lass uns das doch einfach mal andersrum machen. Was spricht dagegen? So wie im Coaching geht es als erstes darum, aus kontraproduktiven Verhaltensmustern zunächst einmal herauszubrechen und etwas zu verändern, was leicht ist. Und falls du dann merkst, dass sie eine interessante Person ist, dass du wow sagst, wenn sie etwas erzählt, was dir gefällt, wenn du dich für dasselbe Thema begeisterst wie für sie oder du spürst eine tiefe Verbindung zwischen euch, ja, dann lehn dich selbstverständlich ebenfalls vor. Aber Achtung, wenn wir das nur machen, weil wir etwas bei ihr bewirken wollen, dann wird der Schwindel ebenfalls auffallen. Wie bleiben wir also echt? Wie können wir uns entspannen? Wie können wir mit ihr auf eine tiefe Ebene gelangen? Sie ist nur eine Frau. Und wenn sie mit dir redet, dann mag sie dich auch. Wenn wir zu vorsichtig sind, dann machen wir nun mal Fehler. Und den schlimmsten Fehler, den vorsichtige Männer, abgesehen von ihrer Körpersprache, vor ihr machen und sie jedes Mal bemerkt, den bekommst du
in diesem Video.